Moin Leute, da sind wir wieder in Megaton bei Fallout 3. Letztes Mal haben wir hier mit Manja geredet und die hat uns ganz schön das Ohr abgekaut. Und hier könnten wir uns mal in das Haus von denen einschleichen und sagen, das ist ganz interessant, da knacken wir mal das Schloss hier. Und das ist gerade mal leicht verschlossen. Nee. Ah. Wir haben ja vorhin Karma bekommen, als wir Leo geholfen haben. Und das Haus von denen ist ganz schön übel. Will ich mal sagen. Ein Holoband, das nehmen wir mal. Hilfegesuch. Das hören wir uns dann mal an. Metallkiste. Nee. Metallkiste. Hier gibt's ja gar nichts. Nur dieses Holoband. Tschö. Da gehen wir wieder. So. Hallo. Amanya! Ja, Schatz. Was hast du mit meiner Ratsche gemacht? Ich habe überall gesucht. Wo hast du sie denn hingelegt? Ihr Jungs und eure Spielsachen. Ich hüte mich, deine Sachen anzurühren, mein Lieber. Wenn es verschlampt wurde, hast du es verschlampt. Verdammt! Ich hab doch überall nachgesehen. Na schön. Dann sag ich mal Danke. Keine Ursache, du mürrischer alter Narr. Nathan, eines Tages handelst du dir noch einen Herzschlag ein, genau wie Doc George gesagt hat. Oh Gott. Gott schütze die USA! Seien Sie gegrüßt! Habt ihr irgendwelche neue Dialogoptionen? Oh Gott sei Dank, zum Glück nicht. Brauchen Sie was? Gucken wir mal weiter, hier gibt's noch was ziemlich Interessantes in der Stadt. Oh Gott. Wir holen hier das in der Endlosschleife. Wir gehen hier mal so ein bisschen über die Dächer. Hier ist Jerichos Haus. Ich glaube, da will ich eigentlich gar nicht rein. Und neben Jerichos Haus ist gleich ein leeres Haus. Dann haben wir ein Problem. Und dann kann ich sagen, hier werden wir mal einziehen. Das wird cool. Das wird später unser eigenes Haus sein. Dafür müssen wir aber erstmal diese ganze Atombomben-Questreihe abschließen. Ich wollte doch eigentlich zum Moriarty. Jetzt bin ich wieder ganz weg davon gesprungen. Dort, das ist das Haus der Kirche mit dem komischen Atoms. Hier ist der Crater seit Lagerraum. Da waren wir ja schon mal davor, aber der ist ja zu jetzt. Hier ist Water. Wir haben uns nichts zu sagen. Wie der rumschnieft. Lustig. So. Gehen wir jetzt erstmal in Moriarty Saloon. Denn da gibt's auch wieder einiges zu sagen. So, wen haben wir denn da? Mach schon, du Schrottteil. Jeden Tag derselbe Mist. Gob, ich sagte doch, dass es nicht das Radio ist. Der Empfang des Radiosenders der Enklave ist okay, aber das Signal von Galaxy News ist schlecht. Warum funktionierst du nicht? Jetzt funktionier. Nun mach schon, funktionier. Alter. Verdammtes Radio. Der geht ja richtig ab. Was gibt's? Wer bist du denn, Nova? Ja. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Wie wir jeden nach unserem Vater ausfragen. Wie viel kostet dein Zimmer? Was hat es mit diesem Ghoul auf sich? Ja, das ist der Typ, der hinter der Theke steht und auf dem Radio rumkloppt. Was muss ich denn machen, um dich zu buchen? Ja, das ist eine Nutte. Was hattest du über Radiosender gesagt? Was ist eigentlich Galaxy News Radio? Ja, an den erinnere ich mich. Ich habe gesehen, wie er mit Moriarty gesprochen hat. Gut aussehende Männer wie diesen vergisst man nicht so schnell. Oh. Wir haben eine Dialogoption durch unseren Perk Lady Killer. Süße, ich hätte echt gern mehr Zeit für dich, aber ich muss meinen Vater finden. Yeah. Erspar mir das coole Tour und erzähl mir mehr. Wenn du mir Informationen geben oder den richtigen Weg weisen kannst, dann... Wir nehmen Lady Killer. Ich würde auch gern Zeit mit dir verbringen. Oh. Pass auf, ich kann dir helfen. Geh da hinten ins Büro. Moriarty hat da ein Terminal. Alles, was du suchst, befindet sich dort. Hier ist das Kennwort. Schade, dass du so jung bist. Ich könnte dir Sachen beibringen, die du niemals vergessen würdest. Oh, verlockend. So jung sind wir gar nicht, also... Was hat es mit diesem Ghoul auf sich? Redest du von Gorb? Wenn man mal sein Aussehen außer Acht lässt, ist er ein echter Schatz. Colin ist allerdings sehr sauer auf ihn. Wo ist er hergekommen? Er spricht nicht viel darüber, aber anscheinend gibt's irgendwo unten in DC eine ganze Stadt voller Ghule. Er hat seine Mutter ein paar Mal erwähnt, aber mehr ist nicht aus ihm rauszukriegen.
Okay. Er ist jetzt seit ungefähr 15 Jahren hier. Seitdem Moriarty ihn diesen Sklavenhändlern abgekauft hat. Hast du jemals mit ihm gearbeitet? Wieso ist Moriarty so streng mit ihm? Ja, ich mach. Tja, keiner von uns mag den verdammten Bastard. Aber mit Gorb springt er am miesesten um. Wahrscheinlich nur, weil er anders ist. Hast du jemals mit ihm gearbeitet? Ob ich auch mit Gorb zu tun habe? Ach, er ist sehr nett und ich weiß, dass er gerne... Naja, ich will ja nicht oberflächlich klingen oder so. Ich meine, ich bin eine Hure. Meine Ansprüche sind nicht gerade hoch. Also, es gibt Leute, mit denen nicht mal ich mich einlassen würde. Typen, die matschiger sind als ich, gehören dazu. Ach du Scheiße, ich dachte schon, die fickt mit dem. Eieiei. Kein Problem, Baby. Was hast du auf dem Herzen? Ach du Scheiße. was muss ich denn machen, um dich zu buchen? Du musst dein Zimmer mieten. Dort kannst du schlafen oder nicht, ist mir egal. Ich werde sowieso bezahlt. Eieiei. Was hattest du über Radiosender gesagt? Was? Ach, du meinst, warum Gorb auf das Radio eingeschlagen hat? Nun ja, hier in der Wüste gibt es zwei aktive Radiosender. Zum einen ist da der Radiosender der Enklave. Keine Ahnung, wer dahinter steckt, aber hört sich an wie eine aufgezeichnete Vorkriegssendung. Außerdem gibt's das Galaxy News Radio. Ein Typ namens Three Dog betreibt es irgendwo in DC. Aber seit kurzem ist das Signal nicht mehr da. Es wird noch eine Quest geben, wo wir das Signal wiederherstellen. Das ist sogar eine Hauptquest, also... Was ist eigentlich Galaxy News Radio? Machst du Witze? Ah, du kommst wohl aus dieser Vault. Okay. Es ist der einzige freie Radiosender des Ödlands. Der Betreiber, Three Dog, scheint der einzige zu sein, dem das alles am Arsch vorbeigeht. Er redet ständig über den guten Kampf oder so, ist aber besser als der Mist der anderen Sender. Stimmt. So, wie viel kostet denn so ein Zimmer, Für dich? Ein Zimmer und etwas Gesellschaft für 120 Kronkorken. Im Voraus. Ach, Alter, ist das eine Abzocke. Aber wir machen das einfach mal. 120 Kronkorken klingt verdammt gut. Das Zimmer ist am Ende der Treppe, Schätzchen. Das Zimmer mit dem großen Bett. Pass auf. Okidoki, ab, ab. Ins Zimmer mit dem großen Bett. Yay. Endlich mal was anderes zu ficken als Amata. Mein Bett. Oh, da kommst du schon. Jetzt geht's ab, ja. Das muss ich bestimmt zensieren. Mir. Was ist los, Schätzchen? Naja. Pass auf. Machen wir mal die Türe zu, ne? Oh, du legst sie schon hin, ne? Das ist irgendwie eigentlich ziemlich sinnlos. Hey, ne, doch, nichts Neues. Wir pennen. Hey, wo bist du hin? Du bleibst hier. No! Meine 120 Korken! Alles im Arsch! Gab. Dumme Sau. Hallo? Nein, ich hab mir den Stich versaut. Schlaf mir mal ein Stündchen. Ich hab mir selber den Stich versaut, ich dumme Sau. Ach, ich bin dumm. Wenn wir 1 Million Kronkorken haben, kommen wir hier nochmal her. Reden wir mal mit Gorb. Hey, Glattaut, brauchen Sie was? Vielleicht einen Drink? Was anderes? Irgendwas? Verdammt, was bist du denn? Klappe, Ghoul, und kloss mich nicht so an. Gut, lass mich einen Moment darüber nachdenken. Moment mal, Sie werden mich nicht schlagen, mich anbrüllen, noch nicht mal ein bisschen beschimpfen? Machst du Witze? Ich halt dir eine Randghoul oder ich zieh dir eins über. Naja, also erstmal zur Erklärung, das ist ein Ghoul hier, der gute Gorb. Und das sind ein bisschen sehr verstrahlte Leute. Und die sehen jetzt so aus, so ein bisschen schimmelig, so ein bisschen matschig, igittigitt. Aber ich habe jetzt eigentlich nichts gegen die. Ach nee, was für eine Überraschung. Ich bin's gewöhnt, von jeder verdammten Glatthaut dieser Stadt verarscht zu werden, weil ich wie eine Leiche aussehe.
Freut mich zu sehen, dass es hier auch noch ein paar interessante Leute gibt. Hören Sie zu. Moriarty würde mir den Kopf abreißen, wenn er mich mit Billigpreisen erwischen würde. Aber für Sie riskiere ich's. Okay. Boah, wir haben Karma dazu gewonnen, dass wir nett mit einem Ghoul geredet haben. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Oh ja, an so jemanden erinnere ich mich. Ehrlich gesagt halte ich mich normalerweise im Hintergrund, bekomme häufig eins drauf, wenn ich Kunden anstarre. Aber sprechen Sie mal mit Moriarty. Ja, bitte. Wenn du irgendetwas über meinen Vater weißt, sag es mir. Sprache 14. Wenn du etwas weißt, solltest du es mir besser sagen. Wäre gut, wenn du noch jemand kennen würdest, der helfen könnte. Tut mir leid, Glatterhaut. Das Risiko kann ich nicht auf mich nehmen. Moriarty schlägt mich tot, wenn ich auch nur mit ihnen rede. Du redest doch schon gerade mit dir. Hey, Gob! Hallo. Bleib hier! Oh Mann, schön Sie zu sehen. Moriarty war in letzter Zeit besonders fies zu mir. Und ich brauche ein paar freundliche Worte. Okay. Ich suche meinen Vater. Ja, das haben wir schon. Wo sind Sie hergekommen? Ich komme aus Underworld. Das ist eine Ghoul-Stadt in DC. Dahin bin ich aufgebrochen, um Abenteuer und Glück zu finden. So bin ich hier gelandet. Ich hänge hier fest. Colin sagt, dass ich erst gehen darf, wenn ich meine Schulden bezahlt habe. Außerdem berechnet er mir Kost und Logis. Wenn Sie jemals nach Underworld kommen, grüßen Sie Carol von mir. Okay. Was ist eigentlich Galaxy News Radio? Mr. Moriarty sagt, dass wir den Sender eingeschaltet lassen können. Gutes Programm. Ich mag den DJ 3Dog und wie er beim guten Kampf hilft. Wenn ich mitmachen könnte, anstatt hier festzusitzen. Wie wär's mit deinem Drink? Für Sie doch gerne. Boah, die Stimpaks kosten ja wirklich 7 weniger. Cool. Ich suche meinen Vater, ja, ich brauche... Dann können wir das nochmal versuchen mit dem Sprachenteil? Schade, nee. Tschüss, Gob. Bis bald. So, das Radio. Können wir ausmachen. Ja, das ist nur Rausch. Der Typ hier winkt uns ran. Der hat einiges Interessantes zu sagen. Aber ich würde sagen, also das ist mit Abstand wahrscheinlich die interessanteste Person hier. Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte. Freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Und Sie? Naja, Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt Ihren Marktwert steigen. Eigentlich wollte ich zuerst mit Moriarty reden, aber man kann sehen, dass das ein böser Charakter ist. Ich meine, guckt ihn euch an. Mr. Burke, nicht wahr? Nur weiter, ich bin entzückt. Ausgezeichnet. Ach so? Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es. Ach so? Verstehen Sie nicht. Sie sind eine Art Freiberufler. Sie haben hier keine Wurzeln, kein Interesse an der Siedlung. Megaton bedeutet Ihnen gar nichts. Ich vertrete bestimmte Interessengruppen. Und diese Interessengruppen sehen diese Stadt Megaton als Pestbeule in der urbanen Landschaft. Wenn diese Siedlung weg wäre, würde das wirklich jemanden stören? Uns beide doch wohl nicht. Eigentlich schon. Das ist jetzt die Quest, also der leitet die Quest ein, Megaton in die Luft zu jagen, mithilfe der Atombombe, den man die scharf macht. Moment, Sie haben vor, die Stadt zu sprengen? Nur zu, ich bin ganz oder? Sie sind krank, Burke. Das Gespräch ist beendet. Das Lustige ist, was wir jetzt machen werden. Nein, nein. Ich bin nur der Anwerber. Sie werden den ganzen Spaß haben. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung. Wenn sie an der Bombe angebracht ist, können Sie sie von einem sicheren Ort aus hochjagen. Leichtes Geld für Sie. Wir können den Typen, wenn wir die Quest annehmen, bei Lucas Sims verpfeifen. Und das gibt uns doch noch einen Bonus, würde ich sagen. Auf unser gutes Karma, also. Ja, ganz viel. Gut, Mr. Burke. So, Sims will ich. Sims ist ein Idiot. Er ist stolz auf seine Position als Bürgermeister und Sheriff dieses Schrottplatzes.
Okay. Gut, sagen wir, ich helfe Ihnen. Was springt für mich dabei heraus? Sie meinen, was Sie außer der Genugtuung bekommen, der Welt einen Gefallen getan zu haben, indem Sie diese abscheuliche Stadt ausradieren. Nun, Sie würden sehr großzügig belohnt werden. Mein Arbeitgeber ist nicht geizig. Wenn Sie Kronkorken und Luxus wollen, kein Problem. Gut, Mr. Burke, ich mach's. Megaton wird in Flammen aufgehen. Ausgezeichnet, das habe ich mir doch gedacht. Hier ist die Fusionsimpulsladung. Sie müssen sie im Innern der Bombe anbringen. Treffen Sie mich danach im Tenpenny Tower. Er liegt südwestlich von hier, außerhalb der Gefahrenzone. Nicht zu verfehlen. Fragen? Die Bombe scheint technisch kompliziert zu sein. Was, wenn ich es nicht schaffe? Hier geht es um viele unschuldige Leute. Leben, Burke. Ich kann ich Sie warnen. Es ist Zeit geworden, dass ich gehe. Lassen Sie. Haut er jetzt ab hier oder bleibt er hier? Okay, ich dachte schon, der haut ab. Denn wir wollen ihn schließlich verpfeifen bei Lucas Sims, um gutes Karma einzustreichen. Und nächste Folge reden wir mit Moriarty. Der hat uns sicher einiges zu sagen. Oder wir hacken einfach sein Terminal. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal.